Hallo, wir werden heute bei einem Rasenmäher mal die Batterie wechseln. Wenn ihr jetzt denkt, das ist ein Benzinrasenmäher, wieso Batterie wechseln? Der hat einen Elektrostart. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Wolf-Rasenmäher. Genaue Typbezeichnung seht ihr hier. Er hat einen Briggs & Stratton Motor, 175 Kubik. Schätze mal, er wird um die 3-4 PS haben. Hier nochmal das genaue Typenschild. Die Batterie ist nach jahrelangem Nichtladen mehr oder weniger tief entladen und ist defekt. Und zwar wird die hier über diese kleine Buchse geladen. Und nun hat diese Buchse leider den Nachteil, dass sie nach innen rutscht. Wenn man jetzt also hier mal gegendrückt, seht ihr, man kann dieses Ladekabel nicht vernünftig hier einführen, um ihn zu laden. Deswegen ist der eben jahrelang nicht geladen worden, weil über Handzug ist er immer einwandfrei angesprungen. Aber ich finde, wenn man so sowas hat, sowas Elektrisches zum Starten, soll man es auch verwenden. Wie gesagt, der Nachbar sah es ein bisschen anders. Ich habe ihn jetzt zur Wartung gekriegt, also wird die Batterie gewechselt. Die Batterie ist eine relativ kleine Batterie. Gibt es im Zubehörhandel oder auch original von Wolf. Die ist hier drunter verbaut. Ich habe auch erst gedacht, die wäre hier irgendwo drin. Nein, sie ist hier drunter verbaut. Als erstes lösen wir diese Schrauben hier. Das sind Schrauben für ein Kunststoffgewinde. Schlüsselweite oben 8 mm. Ihr könnt beim Zusammenbauen die Schrauben nicht verwechseln. Die passen wirklich nur einmal an den gleichen Stellen. Ich verwende ganz gerne für sowas immer so Magnetschalen, dass die nicht verschwinden. Als nächstes wechseln wir das Werkzeug und nehmen jetzt eine M10er, also nicht M10, sondern Schlüsselweite 10. Da haben wir auf beiden Seiten jeweils auch Schrauben. Auch die kann man nicht verwechseln. Also ihr werdet es nicht schaffen, die hier oben reinzudrehen. Die entfernen wir jetzt auf beiden Seiten. So, jetzt könnt ihr diese Abdeckung hier abnehmen, die Schläuche so ein bisschen zur Seite packen. Auch den Bautenzug hier so ein bisschen alles rausfummeln und vorsichtig das alles nach hinten entfernen. So, dann werde ich das mal jetzt ein bisschen umdrehen, damit ihr es besser seht. Jetzt wieder Werkzeug wechseln auf 8 mm. Da habt ihr jetzt hier nochmal drei Schrauben. Auch hier Plastikgewinde. Jetzt könnt ihr diese Abdeckung hier abnehmen und hier habt ihr jetzt eure Batterie. Ihr seht, ist die baugleiche. Einfach abziehen und durch die neue ersetzen. Ihr habt hier Farben drauf, sodass ihr das also auch nicht verwechseln könnt. Rot kommt an Rot und Schwarz an Schwarz. Rotes Kabel ran, schwarzes Kabel ran. So, da ja dieses
Teil hier gerne rausrutscht, werden wir dieses jetzt also nochmal zusätzlich befestigen. Dazu verwende ich jetzt mein Lieblingsklebemittel. Ist zwar nicht ganz billig, kostet um die 10 Euro, aber hält wie Bombe. Hat den Vorteil, es bleibt so ein bisschen dauerelastisch, so im Endeffekt wie Silikon, klebt aber besser. Und da ich auch viel im Lebensmittelbereich arbeite, es ist hier zugelassen für Lebensmittel. Hier. Spielt bei diesem, in diesem Fall natürlich hier überhaupt keine Rolle. Würde man jetzt einen harten Kleber nehmen, also einen Kleber, der aushärtet, hätte es den Nachteil, dass der durch Vibrationen sich da sehr schnell wieder lösen würde. Auch bin ich jetzt hier nicht allzu sparsam. Ich nehme jetzt hier die Nut ordentlich rein. Natürlich darauf achten, dass nichts jetzt in die Buchse reinkommt. Das wäre dann eher kontraproduktiv. Und überschüssige Kleberreste abwischen. Ich gebe jetzt auch noch im hinteren Bereich eine ordentliche Hulst rein. Dass sich auf keinen Fall diese Buchse nochmal löst. So, jetzt könnte man natürlich es vorsichtig gleich zusammenbauen. Aber wie gesagt, vorsichtig. Oder man wartet, bis die Klebesachen ausgehärtet sind. Da ich den aber vom Tisch haben will, werde ich jetzt schon wieder mit dem Zusammenbau beginnen. Alles vorsichtig machen, damit man die Buchse nicht gleich wieder rausdrückt. So, jetzt noch mal kurz die Buchse kontrolliert, ob sie noch sitzt. Tue ich noch ein bisschen mehr Kleber ran. Viel hilft viel in dem Fall.
jetzt wieder die Kabelführung nicht vergessen. Alles immer noch mit dem 9er. Schlüssel, also Schlüsselweite oder Nuss in dem Fall. Nuss macht sich hier besser als ein Maulschlüssel, weil man einfach wesentlich einfacher rankommt. Und jetzt wieder das Werkzeug wechseln auf 10 mm. Und die Schrauben hier unten befestigen. Gleich auf der anderen Seite. Dass man nicht jetzt gleich das Ladegerät reinsteckt, sollte jedem klar sein. Wir lassen es erstmal ein bisschen aushärten. So, das ist jetzt hier zwar ein geschlossener Raum, aber trotzdem werde ich mal einen kurzen Probestart machen. Also ihr seht, die neue Batterie tut ihren Dienst. Übrigens, die Batterie muss wirklich regelmäßig nachgeladen werden, weil der nicht über eine Herzwarnzündspule hat, aber keine Spule, die die Batterie lädt. Meiner Meinung nach ein bisschen schwachsinnig gemacht. Ja, müsst ihr euch eben bei Wolf beschweren. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und es hat euch so ein bisschen inspiriert bzw. geholfen, falls ihr mal eben das Problem habt, die Batterie bei dem Teil zu tauschen.